Widerstand ist für mich der letzte Weg im Kampf gegen Unterdrückung. Widerstand ist für mich, wenn man nicht nur aus Eigennutz handelt, sondern auch für andere Menschen mitkämpft. Widerstand bedeutet für mich das Ankämpfen gegen Unrecht, sobald man es erkennt. Die Stiftung 20. Juli 1944 möchte an die Frauen und Männer aus dem Widerstand erinnern, die ihr Leben gelassen haben, um das NS-Unrechtsregime zu beenden. Sommer 1944. Adolf Hitler führt seit fast 5 Jahren einen mörderischen Weltkrieg. Er will die deutsche Weltherrschaft und alle Jüdinnen und Juden ermorden. Ein Bündnis von militärischen und zivilen Widerständlern arbeitet daran, den Diktator zu töten und durch einen Umsturz den Rechtsstaat wiederherzustellen. Oberst Klaus Schenker von Stauffenberg erklärt sich bereit, das Attentat auf Hitler auszuführen. Am 20. Juli fliegt Stauffenberg zu einer Besprechung mit dem Führer ins Hauptquartier Wolfschanze. Er platziert eine Bombe und verlässt den Raum mit der Ausrede, telefonieren zu müssen. Die Bombe detoniert. Stauffenberg geht davon aus, dass Hitler tot ist. Er kehrt nach Berlin zurück, um Operation Walküre voranzutreiben. Doch Hitler überlebt das Attentat. Der Umsturz scheitert. Stauffenberg und 3 Mitstreiter werden noch am selben Abend erschossen. In den nächsten Tagen wurden mehr als 100 Mitverschwörer festgenommen und verhört. Sie wurden in Schauprozessen vor dem sogenannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Hier an diesem Balken wurden die Widerständler und auch mein Großvater Fritz Dieter von der Schulenburg aufgehängt. Hier sind wir jetzt im sogenannten Bänderblock, im Zentrum des Unsturzversuchs vom 20. Juli 1944. Mein Großvater gehörte auch zum Kreis des 20. Juli 1944, hat durch ganz viele Zufälle überlebt und hat dann zusammen mit einigen anderen das Hilfswerk 20. Juli 1944 mit aufgebaut, was sich vor allen Dingen um die Unterstützung der Überlebenden, Witwen und Kinder gekümmert hat. Meine Eltern Anton und Anne Sefko gehörten auch zum Arbeiterwiderstand. Mein Vater trat in großen Kundgebungen den Nazis entgegen und setzte sich mit ihrer Ideologie auseinander. Nicht zuletzt deshalb ist er bereits 1933 verhaftet worden und für 6 Jahre in Zuchthäusern und Konzentrationslager eingesperrt worden. Beeindruckt hat mich, dass der Widerstand so ungeheuer divers ist, dass es so viele Menschen waren aus unterschiedlichen Schichten, aus unterschiedlichen politischen Richtungen, die sich alle gesagt haben, wir müssen etwas ändern, wir müssen das beenden. Natürlich die vielen Gesichter und die vielen Bilder. Hinter jedem Gesicht ist eine Biografie und ein Mensch, der mit dazugehört hat und beigetragen hat. Die Aufgaben der Stiftung konzentrieren sich heute viel mehr auf die jüngere Generation, sodass wir zum Beispiel mit Zeitzeugengesprächen, immer wechselnden Ausstellungen, den Bezug zu aktuellen politischen Ereignissen herstellen und zeigen wollen, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist und wir dafür uns immer wieder aktiv auch einsetzen müssen. Also die Widerständler kamen aus verschiedenen Widerstandskreisen. Also mich hat es überrascht, dass es nicht nur von der Verfolgung betroffenen Menschengruppen oder rebellischen Jugendlichen waren, die einen Widerstand geleistet haben, sondern auch privilegierten Männern, die davon nicht betroffen waren, die es nicht nötig hatten, aber trotzdem alles riskiert haben. Weil sie auch verschiedene Motive hatten, zum Beispiel die Weiße Rose. Sie wollten vor allem die Bevölkerung aufklären. Sophie Scholl war so alt wie ich. Sie zeigt mir, dass man seine Angst überwinden muss, wenn Unrecht geschieht. Der Kreisauer Kreis hatte eine ganz andere Motivation, tätig zu werden. Georg Elser, den Einzelkämpfer. Alle einte die Einsicht, dass es ein verbrecherisches System ist und dass wir etwas tun müssen. Wie oft warten wir, bis einer tätig wird? Nein, ich muss selber Initiative ergreifen, wenn einem etwas nicht passt. Zu sehen, dass es Personen gab, die sogar in den dunkelsten Zeiten der Geschichte einen Widerstand geleistet haben, zeigt, dass es immer Hoffnung geben kann.